Sie haben eingeschaltet, weil Sie wissen möchten, wie aus solch einem Hühnerei, hier einem ganz normalen Hühnerei, ein Huhn wird, so wie dieses hier. Sag mal, Tag. Hey. Ich zeig's Ihnen in diesem Film. Dranbleiben. Hallo und herzlich willkommen mal wieder bei neuschengarten.de/blog und auf meinem Kanal. Heute also Thema Hühner, wie aus einem Ei ein Huhn wird. Ich werde dir oft gefragt, hat den Mund, er ist schon wieder am Rammeln. Ich werde dir oft gefragt, warum ich meine Legehühner nicht selber ziehe. Ich kann mich nicht um alles kümmern, der Aufwand ist zu groß, ich habe so schon genug zu tun mit dem großen Garten. Aber ab und zu mache ich das mal. In jedem Jahr lasse ich so ein Huhn, wenn das gluckt, brüten. Und in diesem Jahr habe ich das eben auch gemacht, für die Kinder vornehmlich, damit die mal sehen, wie aus so kleinen Küken, so, also die kleinen Flauschbällchen, wie da draus so ein Legehuhn wird, wie dieses hier. Wir gehen mal rüber, ich zeige Ihnen mal, wo die leben, weil die sind jetzt groß genug. Ich kann die jetzt langsam zu den anderen tun. Die fühlen sich auch nicht mehr wohl da hinten. Wir gehen mal rüber. So, und du gehst jetzt erstmal wieder ins Gehege, hier. Bitteschön. Also wie gesagt, es macht nicht viel Sinn. Glaube ich nicht. Mir ist das auch definitiv zu aufwendig. Aber hier im Chicken Traktor, da ist ein Film dazu, da habe ich in diesem Jahr eine brüten lassen. Werfen wir Blick rein. Da ist die Mama. Hey, da ist die Mama. Ja, ja. Und das sind die drei Küken, die da draus geschlüpft sind. Das Ganze im Chicken-Traktor, weil bei den anderen da drin, da sind mir schon zu viele verloren gegangen. In den vergangenen Jahren habe ich die in einem normalen Gehege brüten lassen. Dann sind die irgendwo durch den Zaun und dann weggekommen. Das hat keinen Spaß gemacht. In diesem Jahr hier drin. Komm, mach mal Platz hier. Hey, du bist auch langsam blitzig. Was? Mach mal Platz hier. Komm her. Du bist dran. Wie gesagt, das ist die Mama, oder die Mama weiß ich ja nicht, aber das ist jedenfalls die, die gegluckt hat. Und die hat sich schon 3 Jahre lang durchgemogelt. Immer wenn ich mit den Hühnern, bleib jetzt mal hier, zum Schlachter gefahren bin, war die zufällig am Glucken. Linkes Tier. So, 6 Eier habe ich der untergelegt. 3 sind daraus geworden. Hier die 3 Kleinen, die hier rumlaufen. Wobei ich allerdings auch nicht sicher bin. Auch noch ein Punkt, warum ich das nicht mache. Statistisch kommen ja die Hälfte Hähne dabei raus. Hier. Bei dem würde ich sagen, das kann schon gut einer sein hier. Ja, ja. Der hat nämlich einen viel größeren Kamm als die anderen beiden. Gucken, ob ich von denen eine kriege. Komm mal rüber hier. Dieses, man sieht das, hat nämlich einen wesentlich kleineren Kamm hier oben. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass ich jetzt einen Hahn dabei habe, den ich nicht gebrauchen kann. Ich glaube, die sind groß genug, was? Die kann man jetzt in die Freiheit entlassen. Aber bevor das mir die Tiere jetzt da draußen alle abhauen, erst die Flügel beschneiden, die Federn abschneiden. Gibt's auch einen Film drüber, da oben. So, komm mal her. Bleib mal hier. Ich tu dir nichts. So. So, eines. Nächste. Aber wissen Sie, solange ich jetzt hier die Flügel beschneide, wo ist das, wo ist die Schere? Solange ich jetzt hier die Federn beschneide, schauen Sie sich doch einfach mal an, wie aus Eiern Hühner geworden sind. Also das hier ist wieder so ein Film, den müssen Sie in voller Länge genießen. Da gibt's nichts. Diese ganze Geschichte von dem Ei bis zum Huhn,
mit den Kindern zusammen den schicken Traktor vorbereiten. Der Kleine war total begeistert. Da klug die Henne in einem der Legeeimer. Da kann die nicht liegen bleiben. Da kann die nicht sitzen bleiben. Jetzt suchen wir erstmal die Eier raus, die ich nicht haben will. Da ist zum Beispiel eins von einem Grünleger. Sieht man nicht, war aber eins. Suchen wir uns die schönsten raus und tauschen die erstmal aus. Und dann blieben letztendlich 6 Eier übrig, die ich der belassen habe. Jetzt muss die umziehen in das neue Domizil. Muss ich doch noch auf der Erde rumkriechen, ich alter Mann. Und was sagst du, Kleiner? Jo. Und dann sitzt die. Und sitzt. Und sitzt. Und sitzt. Und die zwei gucken doof. Bisschen Futter. Bisschen Wasser. Wer so ein Hühnerzüchter werden will, der fängt klein an. Und sie sitzt und sitzt und sitzt. Und ein paar Wochen später, dann sind die kleinen Bällchen da. Das ist ja wirklich gar nichts, so ein Bällchen. Piep, piep, piep. Und die Mama passt gut auf. Geh mal gucken, ob sie schon rumlaufen. Ja, da sind sie doch. Da, 3 Stück. Die hat längst das Brüten aufgegeben. Die sitzt dann nur noch drin, wenn die Kleinen irgendwie gewärmt werden müssen. Ansonsten tut sich da nicht mehr viel. Ich habe noch ein paar Tage gewartet, aber da kam nichts mehr. Jetzt nehmen wir mal den anderen Sohn, der soll mal die Eier daraus basteln. Weil macht keinen Sinn, dass die länger drauf rumsitzt, das wird nichts mehr. Auch da gilt, wer so ein richtiger Hühnerzüchter werden will, der fängt klein an. Die könnte mich ja picken. Da muss man eben einfallsreich sein. Jetzt habe ich diesen ganzen Vorgang schon arg beschnitten, also das ganze Spiel hat noch wesentlich länger gedauert. Jetzt mach schon! Schnapp sie dir! Das ist kein Löwe! Ja, aber jetzt, komm, hau rein! Komm! Jo! Ich hab ihn! Ich hab's! 3 Eier! Aus denen nichts geworden ist. Warum auch immer. Die gucken wir uns jetzt mal an. Und jetzt schade, dass es kein Geruchs-YouTube gibt. Sie würden schreiend den Raum verlassen. Klatsch, das ist explodiert. Kann ich Ihnen sagen. So.
so halb fertig. Oder vielleicht auch nicht. Also ganz genau habe ich nicht mehr reingeguckt. Ich weiß nur, dass unheimlich geschunkelt hat. Da sind doch mindestens eine Woche Unterschied daran. Keine Ahnung, warum die aufgehört hat oder warum daraus nichts geworden ist. Bäh. Ja, ja, das stinkt. Bring mal weg, Großer. Kann man nichts machen und sie wachsen weiter. Das Gras da drin haben sie schon niedergemacht. Ab und zu mal ein bisschen Brot, was eben so übrig bleibt. Man sieht, die sind ordentlich gewachsen. Und die Henne legt schon wieder Eier. Ganz plötzlich, habe ich gar nicht drauf geachtet. 9 Stück sehe ich da gerade. Gucken wir uns die Mosse näher an. Wenn man eins kriegt. Ja. Auch du musst noch lernen. Ist das nix. Hübsches Kerlchen. Ja, halte mal den Kopf schön gerade. Da probieren wir gleich mit deiner Schwester auch nochmal. Was wird's nun? Huhn oder Hahn? Bei der kann man halt gut sehen, wie der Kopf immer schön gerade bleibt. Das ist echt witzig. Die kann man sogar auf die Seite drehen. Der Kopf bleibt immer gerade. Was bräuchte ich für meine Kamera? Da wird das nicht dauernd so wackeln. Ja, ich tue dir nichts, passiert nichts. Kannst hier wieder weglaufen. Und der alte Mann quält sich wieder aus dem Stall raus. Grünzeug gibt's auch ab und zu mal. Melde. Kann man immer gut verfüttern. Da, Hami Hami. Mama zeigt gleich, wie es geht, damit man auf den richtigen Weg ist. Ins Erwachsenenleben. Genau so musst du das machen, so findest du die Würmer. Guck genau hin. An einen Haufen angepickter Naschis hatten die überhaupt keinen Spaß. Die sind einfach so da drin geblieben, haben die nicht gewollt. Und die Mama kennt, die weiß, wie die draußen aussieht, die wollte unbedingt raus. Muss mal aufpassen wie ein Luchs. Und wissen Sie jetzt, wie aus dem Ei ein Huhn wird? Klar, die sind echt ziemlich zahm hier drin. Nicht wie die anderen da draußen. Komm, nimm mal das Ding aus dem Mund. Wie sieht denn das aus hier? Mein Gott, wie lang ist denn das? Wie hast du das jetzt ganz runtergeschluckt? Du wärst ja... Guck sie. Ja, haben Sie das schon mal gesehen? So ein langes, so ein langer Grashalm im Schnabel. Was das alles gibt. So, die werden jetzt entlassen. Das ist der erste. Kommen Sie mal mit. Jetzt fängt für die Hühner nämlich der Ernst des Lebens an. Jetzt müssen die sich erstmal mit den 20 oder 22 anderen da ausfechten, wer Chef ist.
So, bist du bereit für das wilde, fremde Leben da draußen? Ja, komm mal mit. Pass mal auf. So, in die Freiheit. Kennst du deine Kumpels hier jetzt langsam? Riech mal dran. Ich bin mal gespannt, was dich jetzt macht, wenn ich dich jetzt laufen lasse. Ob die anderen anfangen zu picken oder ob das alles friedlich abläuft. Und los. Da, ich hab's mir gedacht. Ja, vorsichtiges Beschnuppern. Okay, lass mir die mal arbeiten da. Geh mal das nächste Huhn holen. Und wer will mit auf die Reise? Du? Ah, klar, komm. Du bleibst noch mal drin. Machen wir gleich. Zurück. Also bei dem habe ich ja schwer den Eindruck, das ist ein Hahn, habe ich ja gesagt. Mal gucken, wie die anderen jetzt darauf reagieren. Ab in die Freiheit. Zack. Ja, die zanken sich noch. Und wer ist der Nächste? Wer geht mit auf die Reise? Du? Komm her. Die lauern alle schon hier. Eins, zwei und ja, drei. Ja, alles neu hier, was? Und die Leihmutter als letztes. Du kennst dich doch aus hier, du warst doch schon mal hier. Ja, guck dich mal um. Komm, da, los geht's. Ich hatte es mir gedacht. Da sind sie sich schon am Zanken. Hey, auseinander. Wie nennt man sowas? Zickenkrieg? Gut, lass mir die mal ihren Kampf hier austragen. Da muss jeder durch. Das gehört zum Erwachsenwerden. Was wollte ich sagen? Jetzt habe ich Ihnen gezeigt, wie aus einem Ei ein Huhn wird. Ich hoffe, Sie haben was gelernt. Das ist eine witzige Sache. Da kommt wieder eins der Kleinen hier. Ist eine witzige Sache. Aber um das in größerem Stil jetzt für die eigenen Eier oder für ja, in dem Stil, wie wir das hier machen, zu machen, ist das zu aufwendig. Die Zeit ist einfach nicht da. Klar, ich könnte einen Brutautomat besorgen. Genug am Hals. Sie haben es gesehen. Ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht. Bis demnächst. Abonnieren, Like-Button drücken, weiterempfehlen. Bis dann. Tschüss. So aus wie vorher. Aber appetitlich. Gibt einen leckeren Braten. So. Jetzt müssen wir die einfrieren. Und zurechtschneiden, einfrieren und all sowas. Was macht man da?